Recht herzlich willkommen zur 83. Folge von City Skylines. So, Müll und Ärzte sind angesagt, ne? So, das müssen wir verschieben irgendwie, ne? Das war unser Ding. Und das ist, Gebäude leert sich, 32%, 23%, 29%. Okay, das dauert hier noch eine Weile. Es wird dort was verschieben können. Und hier sind 86% und auch nochmal 88%. Und Gebäude müssen sich auch leeren. Friedhof. Gut. Hier 46 und 60. Hier haben wir die Industrie. Und hier unten hat man noch im... Ah, das ist auch Industriegebiet und da ist ein 11% voll. Also es wäre ja zu überlegen, warte mal, lass uns mal hier gerade die Übersicht machen mit der Gesundheit. Hier die haben es ja auch nicht so dolle, ne? Und das war ein Arzt hier, ne? Aber der nützt da auch nichts. Der Arzt. Der müsste hier in die Nähe wenden, ne? Da ist ein schöner Park, ne? Aber das bringt's auch nicht. Kriege ich denn den Arzt von dort verschoben irgendwo hin? Da wird er nicht hingehen. Hier wird er nicht wirklich was bringen. Dazwischen geht er auch nicht. Kann ich den da hinbauen, ne? Reißt das andere das jetzt ab? Ja. So. Und dann würde ich es gerne auch mal sehen, ob das besser wird, weil es näher ist. Aber es sieht so aus, als ob das keinen Sinn macht. Es ist definitiv der Dreck der Industrie, die da das Problem ist. Da müssten wir mal gucken, ob wir nicht irgendwie so ein Mischwohngebiet machen könnten. Warum haben die es? Ach ja, hier, da, man sieht hier, hier ist der nächste Müllabladeplatz und deswegen bringt das nichts. So. Jetzt müssten wir mal überlegen, wo wir sowas in der Zukunft hin machen. Hier eine Brücke rüber und den Müll hier anbauen. Ist auch nicht so die Lösung, ne? Aber hierüber ziehen wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Wie sieht's denn hier aus? 81%, 71% und da 42%. Das ist der Friedhof, okay, das ist der zweite Friedhof. Aber da geht auch nichts. Lass uns mal hier wechseln auf den Müll. Hier oben, wie sieht's da aus? Das muss da auch weg. 90% voll leert sich aber, ne? Räumung beendet. Das heißt, diesen könnten wir woanders hinsetzen. Wenn wir jetzt umtauschen, dann sieht man, dass das da eigentlich ziemlich egal ist. Also den können wir da lassen und könnten rein theoretisch dort noch weiter hinsetzen. Denen geht's ja allen ziemlich gut, bis auf diese zwei Blocks. Und das liegt wahrscheinlich dran, weil es direkt neben dem Agrarindustriegebiet ist, ne? Hier interessiert das eigentlich auch keinen, nur hier. Hier ist es richtig krass. Und da muss das weg. Und hier oben, ja, da ist dieses, ne? Das muss da weg. Auf der anderen Seite müsste man diese Wohngegend hier abbauen. Eine Straße hinbauen. Was haben wir denn hier für Straßen? Normale zweispurige, ne? Die sehen so auch aus, oder? Eine Kreuzung würden wir das erkennen. Nur das sind zweispurige Straßen. Das würde ja bedeuten, dass wir hier vielleicht einfach mal
diese Straße hinbauen. So. Und die mal verlängern. Wir hätten da drüben auch Platz gelassen. Hier unten ist noch komplett die Seite frei, ne? Ja. Das würde ja bedeuten, wir können sie dorthin bauen. So. Und hier ein paar Stichstraßen dann noch hin, ne? Gut, das weg. So würde ich es lassen. Die nächste käme hier hin. Die könnte sogar, glaube ich, durchgehen. Ist die Frage, ob es Sinn macht, hier noch eine kleine Stichstraße hinzumachen. Ich glaube nicht. So. Hier wäre dann sinnig, sowas zu machen vielleicht. Ja, machen wir so, aber die bauen wir nicht durch, einfach aus dem Grund, weil die Kreuzungen dann zu nah aneinander liegen. Und hier könnte man jetzt noch überlegen, die dorthin zu ziehen vielleicht. Machen wir mal. Ja, das können wir so lassen. So, und dann würde ich sagen, hier rum schafft man einfach das ab. Dann sollen die doch da wegziehen, ne? Oder? Würde ich jetzt mal sagen. Dann ziehen die da aus. Und wir basteln hier in der Mitte wieder was Neues rein. Oh, da müssen wir noch Wasser hinmachen, denke ich gerade. Das ist eine Sackgasse. Das auch. Und das sind durchgehende Straßen. Die machen wir hier kurz. Obwohl das alles gerade nicht benötigt wird, sehe ich gerade, ne? Die wollen lieber hier Kommerz haben, zum Beispiel, ne? Da kann noch ein Kiosk hin und auf der Ecke machen wir das auch. Passt. Und hier können wir das auch machen. Ich glaube, das ist nicht so wild, wenn wir das so machen. Gut. Da machen wir noch eine Skyline dazu. Und was war das? Bürogebäude. Machen wir mal hier hin. Wie es wird, ne? Da machen wir auch noch welche hin. Das kann noch ein blaues werden. Und dieses hier lassen wir mal frei. Da gucken wir mal, ob wir da nicht irgendwelche anderen Unternehmungen noch machen müssen dann. Gut, Wasser ist tatsächlich schon vollkommen fast da. Habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich da schon gelegt habe. Falls da einer mit der einer meckern sollte, dann war's das. Gut, okay. So, wie sieht's dann jetzt mit der Gesundheit hier aus? Die beiden Gebäude müssten dort noch weg. Das heißt, wir machen da noch eine andere Stadtplanung hin. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet fertig.
So, die werden dann da irgendwann abgebaut, da kommen die anderen dann hin, ne? So, das können wir so lassen. Das ist auch gut. Drehen wir hier mal rum wieder, so ein bisschen. So, Mülldeponie. Ich weiß gar nicht, hat es damit zu tun, dass das jetzt leer ist, dass die braun werden? Die sind doch vorher orange gewesen, oder? Ja, könnte sein, ne? Ne, Straße bauen wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur testen, wie weit die leer sind. 33. 22 und 31, nicht 3%. Gut, das ist noch zu viel. Leert sich aber, denke ich. Hier, voll. Auch voll. Das geht gar nicht. Irgendwo hatten wir einen mit 1%, meine ich, aber wo der war, weiß ich nicht mehr. Können erstmal überhaupt gucken hier. Da ist gut. Ja, hier sollten wir überlegen, dann die Straße rumzuziehen. Was haben wir denn hier für eine? Sechsspurige, also diese wahrscheinlich. Und hat er irgendwie einen Grünstreifen gekriegt? Ja, mit Bäumen sogar. Aber da hinten brauchst du gar keine Bäume mehr pflanzen. Weil da Mülldeponien sind. Die Bäume stehen da nämlich neben. Die können wir gleich mal austauschen. Rasen geht vielleicht, aber Bäume nicht. Sieht nämlich nur schlecht dann aus, ne? Gut, und dann weiter bauen. Und würde ich jetzt mal sagen, so, 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 würde eine Verbindung hier irgendwohin Sinn machen? Zurzeit nicht. Ne, die lassen wir mal da so stehen. Und hier können wir dann noch weitere Müllanlagen hinbauen. Vielleicht sollten wir dieses hier wegnehmen und die Verbindung mit der Straße darüber bauen. Könnte man vielleicht machen, müsste man überlegen. So, hier haben wir Sonnenenergie. Aber wir wollen erstmal Müll haben. So. Da haben wir eine Müllverbrennungsanlage. Das geht nicht dahin. Aber das geht dahin. Hier geht es auch nicht hin. Da passt sie leider auch nicht hin. Ja, schade. Lässt sich da nirgendwo hinbauen. Kurz die Straße vielleicht noch einen Tacken verlängern. Vielleicht geht's dann dahin. Da. Okay, da geht's ja. Haben wir, reicht. Lass mal so laufen, ne? Und das war eine Verbrennungsanlage. Kommt dann noch dahin. Und da wird auch noch eine hingehen, oder? Da. Haben wir sie. Passt. Gut. Ist das eigentlich einzigartige Gebäude? Okay. Platz der Toten. Ja, das wird sich hier gut machen eigentlich, ne? Ja, das würde ich mal sagen, bauen wir dann hier hin. Da ist ja sogar Platz. Die freuen sich alle drumrum. Ist natürlich auch eine Ecke, wo gerade müllmäßig was ist, ne? Die freuen sich alle. Ist das hier? Transportturm. Den würde ich hier vorne irgendwo hinstellen wollen, wo es in die Stadt reingeht. Könnte man den schön sehen, ne? Hier. Hier gibt es aber keine Möglichkeiten, den hinzubauen. Ich würde tendenziell hier hinstellen wollen.
So. Als Eingang. Machen wir. Was haben wir hier? Einkaufszentrum der Mäßigung. Das würde ja hier so sein, ne? Stadtzentrum. Wenn hier das Stadtzentrum in dem Sinne ist, aber eigentlich schon, ne? Da wäre schön, aber irgendwie geht's da nicht. Auf der grünen Wiese? Hm. Nee, nicht wirklich. Hier ist der Bahnhof. Hm. Und noch warten. Was haben wir hier? Steuerbehörde. Wo muss eine Steuerbehörde hin? Gute Frage, ne? Eigentlich gar nicht. Steuern brauchen wir nicht. Freizeitwert. Hier gut zugänglich. Zack. Was ist das? Unterhaltung, Opernhaus. Da müssten wir hier irgendwo hinsetzen. Hier bei den Reichen. Würde ich jetzt hier in diese Richtung setzen wollen. Aber da ist Müll nebenan, das geht also nicht. Da sind Hochhäuser. Hier ist ein schöner Park, oder? Da ist ein Krankenhaus neben. Hier sieht's doch schick aus, oder? Oh, das haben wir schon. Ne, Wissenschaftszentrum haben wir auch noch nicht. Wissenschaft. Wo wird man die hinbauen? Gute Frage, ne? Hier würde er sich gut machen, oder? Das sieht doch top aus. Service. Serving Service. Bürogebäude. Service, Industrie, oder? Dahin. Hm, obwohl, das gefällt mir da nicht. Da. Was haben wir da noch? Expo Center. Irgendwo am Fluss. Mit einer guten Anbindung. Geht hier was? Warte, was ist denn da hinten rechts mit unserem Bahnanschluss hier? Ist da eine Möglichkeit? Nicht wirklich, ne? Nee, leider nicht. Hier irgendwie auch nicht, oder? Da. Da war es gerade grün. Komm, klacker nochmal ran. Geh da nochmal dran. So, da haben wir's. Finden die alle gut, das ist doch schon mal schön. Da haben wir noch einen hier. Ein Fußballstadion. Oh, das ist aber mickrig. Fußballstadion. Schön. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Richtung hier finden, ne? So war die. Fußballstadion. Hier wäre ein Fußballstadion ganz nett. Kriegen wir es hier irgendwo runter? Nee. Da möchte es auch nicht hin. Hier wäre schön. Geht aber nicht. Hier. Flussstadion. Geht nicht. Wie ist hier? Nee.
Will er nicht einrasten? Das gibt's doch gar nicht, oder? Dann machen wir es dahin. So, nochmal rauszoomen. Dieses Viertel hat sein Fußballstadion da. Und dann brauchen wir hier noch eins. Kriegen wir das hier irgendwo hin? Da nicht. Hier auch nicht. Ist hier was frei? Könnte man hier hinbauen, wenn dann das da weg ist. Genau, das machen wir auch. Müssen wir uns nur merken. Theater. Haben wir hier in der Stadt genug. Das Opernhaus war hier irgendwo. Ich glaube, das da. Nee, das ist Wissenschaft. Das ist noch. Nee, doch, das könnte. Nee, da links ist das Opernhaus, genau. Theater hier irgendwo dann mal, oder? Zur Abwechslung. Ziemlich groß. Da ist Müll. Hier wohnen die Leute. Da auch noch. Hier hinten hin machen wir es. Haben wir es. Haben nicht viele Freude dran, aber wir werden ja irgendwann was erweitern. Gut, damit sind wir da auch erledigt. Gesundheit. Hier ist unser Hauptherd. Weiß nicht, ob das besser oder schlechter geworden ist. Müssen wir mal gucken. 16%. 27. Da war noch irgendwo eine da. 26. Gut, wird weniger. Ja, ich denke mal, wir müssen erst die Mülldeponien versetzen, bevor wir die Ärztegeschichte weiter ausbauen können. Mir schwebt da so ein bisschen sowas vor wie, ja. Wie war's? Gute Frage, ne? Hier so hin oder sowas, ne? Hier außen haben wir ja schon Industriedreck. Da kann dann auch noch mehr dahin. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.